So, es geht weiter mit der folgenden Aufgabe. Der Elternverein zahlt die Kosten für den Kaffeeautomaten in Höhe von 5.500 sofort und darf dafür die Einnahmen behalten. Wie schön. Der Kassier des Elternvereins legt seiner Berechnung folgende Annahmen zugrunde. Er rechnet mit 150 Bechern Kaffee pro Tag für 40 Schulwochen zu je 5 Tagen. Okay, das ergibt dann insgesamt 150 mal 4 sind 600, 6000 mal 5 ist 30.000. 30.000, also Becher. Insgesamt im ganzen Jahr. Wareneinsatz pro Becher Kaffee ist 30 Cent. Also wenn wir die 30 Cent, also 0,3 mit den 30.000 multiplizieren, 30.000 mal 0,30 ergibt 9.000. 9.000 Euro. Wenn wir es mit 45 Cent multiplizieren, der Verkaufspreis ist hier angegeben, also ergibt dann 45, 13.500 Euro. Dann haben wir hier Wartungskosten, 1.400 pro Jahr, die kommen also zu den Ausgaben. Wareneinsatz sind Ausgaben und Wartungsarbeiten. Verkaufspreis sind Einnahmen. Okay, Restwert nach 4 Jahren, das gehört also dann auch noch dazu, den Einnahmen dazu. Okay, dann haben wir also jetzt hier noch den Kaffeeautomat. Ich soll also alles einmal eintragen in die Tabelle. Das heißt, der Kaffeeautomat ist eine Ausgabe von 5.500. Rückflüsse minus 5.500. Dann haben wir Einnahmen jährlich. Also die 13.500. 13.500. 13.500. 13.500. 13.500. Wir haben noch 4 Jahre. Na, hoppala. Das war wieder fünftes Jahr. 13.500 und zum Schluss kriege ich noch 900 dazu, also 14.400. 14.400. So, das wäre das letzte Jahr. Dann haben wir die Ausgaben, die 9.000 und die 10, und zusätzlich Wartungskosten 10.400 haben wir dann immer. 10.400. 10.400. 10.400. 10.400. So, die Differenz müssen wir jetzt eintragen. 13,5 weniger 10.400 sind 3.100. Das heißt 3.100. 3.100. Und da haben wir um 900 mehr, sind also dann 4.000. Okay, passt. So, und jetzt wollen wir also den Kapitalwert ausrechnen. Wie geht der Kapitalwert? Also da braucht man am besten die Formelsammlung. Also der Kapitalwert C ergibt sich also aus alles, was wir da hier haben, jeweils errechnet auf den Wert heute. Also minus 5.500. Dann habe ich aber plus die 3.100, aber weil ich sie ein Jahr habe, muss ich jetzt durch den Zinssatz, der ist hier 1,8%, also 1,018 dividieren, das ist der Zinsfaktor. Plus die nächsten 3.100 durch den Zinsfaktor 1,018, aber weil es ja 2 Jahre sind, Quadrat. Plus die nächsten 3.100 durch 1,018, aber hoch 3. Und dann noch die letzten sind 4.000 dividiert durch 1,018 hoch 4. So, haben wir jetzt noch irgendwas? Ja, passt. Gut. Und das sollen wir jetzt ausrechnen einfach. 7.199,49. 7.199,49.
Das wäre also der Kapitalwert. Damit hätten wir es also ausgerechnet. Passt!